Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auch von meiner wunderschönen Position aus dem Old Trafford Park. Und ich kann Ihnen sagen, hier in diesem Theater der Träume, Sir Bobby Charlton hat diesem Stadion diesen Namen verliehen. Da fühlt man sich als Kommentator auch ganz besonders. Die Zuseher rund um mich herum, sehr viele österreichische Fans, haben gesagt, das Schönste am heutigen Tag ist, einmal in diesem Stadion zu sein. Und das werden die Spieler nachfühlen können. Und auch Kommentatoren fühlen sich in diesem tollen Fußballstadion wirklich wohl. Hier kommen die beiden Mannschaften aufs Feld. Die Engländer in weißen Leibchen und schwarzen Hosen und die Österreicher in roten Leibchen und weißen Hosen. Es ist für England das Spiel der Spiele in der Qualifikation, denn es geht für die Engländer tatsächlich heute um alles. Wenn man heute gegen die Engländer nicht gewinnt, dann muss man wohl oder übel in die Relegation und das will man vermeiden. Und das ist sicherlich der entscheidende Punkt in den Überlegungen der Engländer hier, der englischen Fans. Und es sind die wichtigsten 5 Tage für den 5-Millionen-Euro-Mann. Genau so viel, 5 Millionen pro Jahr, verdient nämlich der Schwede Sven-Göran Eriksson, der seit dem Jahr 2001 Trainer ist. Da haben wir ihn im Bild. Shake hands mit Willi Ruttensteiner, Lavko Kovacic und das ist der Bex, der David Beckham, Tormann Robinson, Terry, Lampard, Joe Cole, Luke Young, Gerrard, Carragher, Campbell und der 2-Meter-Mann Peter Crouch und schließlich Mike Owen. Und jetzt die Nationalhymne. Fußball in England, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und wo gibt es sonst einen 60.000 Mann starken Chor, der die Nationalhymne mitsingt? Aber all das unterstreicht die Bedeutung. Ich bin heute mit dem Zug von London hergefahren nach Manchester. Der Zug war randvoll mit Fans, randvoll mit begeisterten Engländern, die optimistisch sind, dass ihre Mannschaft aus der Krise findet, dass ihre Mannschaft heute die vorentscheidenden Punkte macht, zumindest jene Punkte, die für eine Direktqualifikation reichen könnten. Versuchen wir noch einmal die Aufstellung uns jetzt genau zu Gemüte führen. Die Formation der Österreicher. Hier haben sie also die Formation genauso, wie wir sie vorher im Vorfeld unserer heutigen großen Berichterstattung Ihnen schon erklärt haben. Mit seinen starken Leistungen bei Rapid in der Champions League hat Toba als Debütant den Einzug ins Team geschafft und die Aufstellung der Engländer, wie schon seit gestern vorgesehen, England also mit der momentan bis auf 2 Positionen stärksten Aufstellung. Nur die Außenverteidiger, da fehlen mit Gary Neville und Ashley Cole jene beiden Standardspieler. Sonst aber geballte Ladung sozusagen an Prominenz. Keine schlechte Flanke jetzt und Willi Ruttensteiner hält es kaum auf der Bank aus. Spürt, so wie wir alle, dass auch heute der England Express vielleicht in Stocken geraten könnte. Und der erste Schuss. Gut abgegeben. Es war er, der Mann, der schießen kann, wie Herbert Prohaska schon gesagt hat. Kiesnebner. Der kann tatsächlich aus 20 Meter Entfernung wuchtig schießen. Und das zeigt er hier vor und platziert auch. Und Robinson dreht den Ball drüber und es gibt Corner für die Österreicher. Wieder versucht es. Kurzpassspiel ist auf Owen. Achtung, Owen und Macho kurz abgewehrt und da behindern sich zum Glück 2 Engländer. Was die Österreicher vermutlich in der Statistik bei den Fouls voranliegen werden, ist klar. Handspiel und Elfmeter. Das will ich jetzt genau sehen. Die Engländer haben die Hand gehoben, der Schiedsrichter gibt Elfmeter. Wir sind die Minute 24, Achtung hier, Crouch und gehalten, halten von Scharner, eingehängt, ja da blockiert er ihn, jetzt sieht man es, zieht ihn quasi aus dem Strafraum heraus, war ganz an der Grenze, Owen eingehakelt, dumme Aktion würde ich sagen, aber es gibt Elfmeter.
Und eines ist schon abgesprochen, Beckham wird sie nicht mehr schießen, nachdem er wichtige Elfmeter vergeben hat. Der neue Elfmeterschütze ist Frank Lampard. Trotzdem, nicht jeder Schiedsrichter gibt ihn. Strenger Elfmeter, aber ein bisschen ein Foul war dabei. So, Lampard in Minute 25 mittlerweile. Die Chance der Engländer, jetzt aus einem Elfmeter in Führung zu gehen. Jürgen Macho weiß, wo Lampard hinschießt, oder? Leider nein. Tormann getäuscht und Frank Lampard mit seinem 9. Länderspieltor bringt England in Führung. Und gelbe Karte bekommt Job, der hat reklamiert. Schön getäuscht, gibt es nicht, perfekt verwandelt trotzdem. Ich bleib dabei. Ein strenger Elfmeter. Kraut stört da noch in der Mauer. Jetzt ist der Ball freigegeben. Achtung, Beckham in die Mauer. Nachschuss. Wuchtig und scharf, aber zum Glück direkt auf Macho. Aber auch nicht schlecht. Wieder Kiesnebner. Wer sonst? Jetzt aufpassen in der Mitte. Frei. Macho. Gut gemacht von Jürgen Macho. Gerard Lampard. Und wieder Macho. Ivan Schitz. An die Stange. An die Querlatte geht der Ball. Hier Unsicherheit der englischen Abwehr. Linz hebt den Ball über den Tormann, aber von der Querlatte springt der Ball zurück. Keine Chance mehr für Robinson. Schauen Sie genau, jetzt. Linz hebt den Ball mit Gefühl. Es war knapp an der Grenze des Strafraumes und Beckham geht jetzt. Muss gehen. Ich glaube, das müsste fast das Ende sein. Komm. Cantalupe, jawohl, das ist das Ende für Beckham. Gelb-Rot für den Kapitän. Also Kompliment dem Senior aus Spanien. Hier in der Höhle sozusagen des Löwen behält er die Nerven und entscheidet vollkommen richtig. Shake Hand zwar von Beckham, sportlich ist er, aber eine unnütze Überreaktion zweimal. Applaus der Zuseher. Ibertsberger. Und Kiesnebner, wieder ein Kracher von Kiesnebner, leider wieder drüber, aber er kommt in gute Schusspositionen, da lacht er selber. Nächster Freistoßversuch, Versuch und Macho, unglaublich, diese Distanz, Frank Lampard. Lampard und wieder Macho, der zum Schuss kommen darf er nicht. Und Robinson lässt sich alle Zeit der Welt jetzt beim Abstoß und jetzt ist vorbei. England rettet sich mit einem hauchdünnen 1:0 Erfolg, mit einem glücklichen 1:0 Erfolg sozusagen in die Verlängerung. Die Verlängerung heißt, bei einem möglichen Sieg gegen Polen, aber da muss man besser spielen als heute, ist der Gruppensieg noch möglich. Die Österreicher, sie hadern vielleicht mit dem Schicksal, denn ein Unentschieden wäre absolut verdient gewesen. Vergessen wir nicht, von der Querlatte sprang der Ball in der zweiten Hälfte zurück. Trotzdem, diese Mannschaft hat heute hier gut Österreich vertreten und diese Mannschaft hat Zukunft. Shake Hands, der Betreuer und Sven-Jörn Eriksen wird ein gewaltiger Stein vom Herzen gefallen sein, dass er hier aus diesem Spiel noch als Sieger hervorgeht. Schade, dass es ausgeht für den Jürgen Macho hier, groß gewachsen. Ja. Was? Muss man am Ende sagen, Sie sind enttäuscht, weil es diesen Elfmeter gegeben hat, sonst wäre es ein großartiger Abend für Sie gewesen. Natürlich sind wir enttäuscht, im Endeffekt haben wir das Spiel 1:0 verloren durch einen Elfmeter, was meiner Meinung nach keiner war, aber okay. Ich denke mal, wir können heute mit erhobenem Haupt das Old Trafford verlassen. Wir haben über 90 Minuten alles probiert,
Uns ist leider kein Tor gelungen, aber ich denke mal, wir brauchen die Köpfe heute nicht senken. Ich glaube, im österreichischen Fußball heute würdig vertreten.